Sehr geehrte Damen und Herren Generalsekretäre, sehr geehrte Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Experten aus dem Hochschulforum Digitalisierung, liebe Studierende, auch die sind heute hier zahlreich vertreten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem, was Herr Himmelrath eben Abschlusskonferenz genannt hat, unter dem Titel The Digital Turn. Ich würde es lieber Zwischenbilanzkonferenz nennen. Die großen Anmeldezahlen zu dieser Veranstaltung, und vielleicht wird der Saal dann auch tatsächlich voll von allen denen, die sich angemeldet haben. Wir mussten nämlich eigentlich vor 2 Wochen das Anmeldeforum schließen, weil sich über 500 Leute angemeldet haben, und bei 350 mussten wir Schluss machen. Diese Zahlen zeigen, dass das Thema tatsächlich des digitalen Wandels der Hochschulen viele bewegt. Das freut uns, dass es nicht nur die 70 Experten bewegt, die im Hochschulforum viel gearbeitet haben und jetzt ihre Abschlussempfehlungen vorlegen. Dieses große Interesse ist symptomatisch. Vor kaum 2 Wochen wurde prominent auf dem IT-Gipfel, der übrigens zukünftig der Digitalisierungsgipfel heißen soll, auch unter dem Thema Bildung und Gesellschaft diskutiert. Erstmalig, ja, vorher waren es immer nur Technology-Fragen, jetzt plötzlich wird das erweitert zu sozialen Fragen, wenn wir das Thema Bildung plötzlich auf der Agenda des IT-Gipfels haben. Kaum ein anderes Thema wird heute bundesweit so heiß diskutiert wie die Digitalisierung. Sie betrifft alle Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft, wie wir arbeiten, wie und was wir produzieren, wie wir kommunizieren, wie wir die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch, wie wir zukünftig den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten wollen. Dies bringt alles große Herausforderungen mit sich. Neue Jobs entstehen, alte fallen weg. Viele fürchten, es fallen mehr Jobs weg, als alte entstehen. Aber alle industriellen Revolutionen haben eigentlich immer zu mehr Arbeitsplätzen geführt. Das sollte uns beruhigen. Aber es werden andere Arbeitsplätze sein und andere Kompetenzen, die notwendig sind, um auf diesen Arbeitsplätzen dann auch zu bestehen. Den Hochschulen kommt in dieser Entwicklung eine herausragende Rolle zu. Als Impulsgeber für Innovation, als maßgebliche Bildungsinstitution für eine vernetzte Wissensgesellschaft stehen sie eigentlich ganz vorne bei diesem Wandel, den es zu gestalten gilt. Und das unter Bedingungen der Ungewissheit. Wir wissen nicht, welche Arbeitsplätze entstehen werden. Wir wissen nicht, welche Kompetenzen dafür notwendig sein müssen, aber wir wissen und ahnen, dass sich möglicherweise die Art und Weise, wie wir Wissen generieren, wie wir Wissen austauschen und wie wir daraus Wertschöpfung gestalten, ändern wird. Der Hochschulbildungsreport 2016, den der Stifterverband und McKinsey gemeinsam herausgeben, hat diesen Wandel ein wenig versucht zu porträtieren. Und er zeigt auf, dass Wissensarbeit in Zukunft einen noch größeren Anteil am Arbeitsmarkt ausmachen wird. Dies bedeutet, die Anforderungen an junge Hochschulabsolventen ändern sich und werden vielschichtiger. Kompetent mit digitalen Medien zu arbeiten, wird zur Grundvoraussetzung für gesellschaftliche wie berufliche Teilhabe. Und das betrifft nicht nur die, sagen wir mal, Technik-, IT- und digital affinen Fächer und Fächerkulturen, sondern das betrifft alle Fächerkulturen, das ist die feste Überzeugung. Das betrifft die Art und Weise, wie wir zukünftig Journalismus betreiben, Geschichtswissenschaft betreiben, Linguistik betreiben, genauso wie diejenigen, die Lehrer, Mediziner oder Richter werden wollen. Einige glauben, naja, es wird sich schon alles richten, weil ja eine Generation nachwächst, die wir Digital Natives nennen und die das alles schon mitbringen, ja, was wir eigentlich für die zukünftige Arbeitswelt brauchen. Da ist sicherlich was dran, ja. In all diesem Kulturpessimismus sage ich mir immer, die junge Generation eignet sich immer die Kompetenzen an, die es zum Überleben braucht. Ja? Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das passiert. Aber das passiert nicht automatisch, nicht überall und nicht in jedem Individuum. Dazu braucht es Anleitung, dazu braucht es Urteilskraft, dazu braucht es Unterstützung durch die Lehrenden, um diese digitalen Kompetenzen weiter zu fördern. Und hier sind nicht nur die Schulen und auch die, bei den Kitas würde ich mal sagen,
sollten wir das vielleicht ein bisschen lassen, aber mindestens auf Schulebene sollten wir einsteigen damit. Hier sind also nicht die Schulen nur gefordert, sondern auch die Hochschulen aufgerufen, ihre Curricula über alle Studiengänge hinweg in Form und Inhalt grundlegend weiterzuentwickeln und die Studierenden als Bürger, aber auch als Arbeitnehmer auf diese Zukunft vorzubereiten. Die strategischen Weichen dafür müssen wir jetzt stellen. Das passiert. Die heutige Konferenz und das Projekt Hochschulforum Digitalisierung hat dank vieler ehrenamtlicher Experten, die also, sagen wir mal, ohne Honorare hier wirklich tolle Arbeit geleistet haben in verschiedenen Themengruppen. Wenn man bedenkt, wie das Hochschulforum finanziert worden ist und was es für ein Output hat, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese 70 Experten haben also in verschiedenen Themengruppen, die heute auch noch mal vertieft werden und deren Ergebnisse heute in verschiedenen Panels dargestellt werden, Empfehlungen entwickelt. Und Sie werden merken, wenn Sie die Abschlussempfehlung, die Zentralempfehlung aufmerksam lesen, das ist nicht widerspruchsfrei. Das ist nicht widerspruchsfrei. Ja, da gibt es durchaus Überlegungen, wenn man sie, sagen wir mal, philologisch mit der anderen Themengruppe vielleicht, wird man sehen, das ist ja genau das Gegenteil, was die andere Themengruppe sagt. Also Sie merken schon, hier gibt es keine Blaupause. Diese Diskussionen bilden, glaube ich, sehr gut auch die Diskussion in den Hochschulen selber ab. Ja, wir wissen noch nicht, welches pädagogische Konzept tatsächlich zu den Erfolgen führt, die wir uns möglicherweise versprechen mit technologischer Unterstützung. Das ist ein Experimentierraum und der sollte geweitet werden. Das Hochschulforum Digitalisierung startete vor fast genau 3 Jahren seine Arbeit und hat sich, glaube ich, als nationaler Ort des Nachdenkens, des Thinktanks etabliert. Es hätte leicht eine trockene Expertenrunde werden können, das wurde es aber nicht. Wie gesagt, wir haben oft über Formulierungen gestritten und am Ende haben wir auch gesagt, gut, wenn sich darauf nicht alle einigen können, dann lassen wir möglicherweise unterschiedliche Formulierungen auch zu. In den letzten Jahren ist auch in der Politik einiges in Gang gekommen. Einige Länder gehen mit großen Schritten voran. Der Stifterverband beispielsweise kooperiert mit Nordrhein-Westfalen oder auch Baden-Württemberg, wenn es um die Entwicklung neuer Lehr- und Lernformate geht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sendet mit dem Digitalpakt, #D, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, aber jedenfalls deutliche Signale und investiert Milliarden in verschiedene Digitalisierungsinitiativen. Und auch die Kultusministerkonferenz wird in gut einer Woche ihre Strategie zur Bildung in einer digitalen Welt verabschieden. Und last not least, immer mehr Hochschulen denken dieses Thema mittlerweile auch strategisch und denken darüber nach, wie das profilbildend für die Entwicklung der eigenen Hochschule genutzt werden kann. Also wir sind mittlerweile in einem Zustand, wo das sozusagen aus den Experimentierräumen Einzelner in die Experimentierräume in den Hochschulen sich entwickelt. Also die Erfahrungen Einzelner in institutionelle Strategien überführt werden. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Für mich stechen einige Erkenntnisse des Hochschulforums besonders heraus. Erstens, ganz zentraler Satz, digitale Lehre ist nicht per se besser oder schlechter, sondern sie ist anders. Und es kommt darauf an, wie sie gestaltet wird. Und jede Fächerkultur und jeder Hochschultyp wird darauf eine andere Antwort finden. Es gibt eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, Lehre zu gestalten. Besonders vielversprechend sind Ansätze wie Inverted Classroom, International Classroom, in dem die Wissensvermittlung der Vorlesungen ins Digitale verlagert wird und Präsenzveranstaltungen tatsächlich für interaktive, kooperative Wissensarbeit genutzt wird. So kann die Digitalisierung zu deutlich mehr individueller Diskussion, personalisiertem Lernen und direkten Kontakt führen und nicht zu weniger Kontakt, wie viele Kritiker meinen. Digitalisierte Lehre ermöglicht neue Formen der Personalisierung. Auch das ist ganz wichtig, weil wir, weil es wie gesagt nicht darum geht, technologischen Trends zu folgen, sondern Probleme der Hochschule zu lösen und Heterogenisierung
diverse Bildungsbiografien, die mit personalisiertem Lernen adressiert werden können, gehören dazu. Digitalisierung kann gestaltet werden auf allen Ebenen, Hochschulleitung, Politik, Professorenschaft, Studierendenschaft, und dafür haben wir auch Empfehlungen gegeben. Insofern reden wir heute nicht von einer Abschlusskonferenz, sondern von einer Zwischenbilanz. Ich sagte es schon, ich freue mich auf die Impulse aus den verschiedenen Themengruppen. Ich freue mich, dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich, dass alle Partner hier auch ihren Beitrag leisten und hier zusammengekommen sind, und wünsche uns nun einen wirklich spannenden Verlauf der Tagung und bitte nun Frau Ministerin Münch um ihren Impulsvortrag. Herzlichen Dank.